Seit Einführung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie im Jahr 2000 wurden in Arnsberg mehr als 20 Renaturierungsprojekte umgesetzt. Dadurch entstand eine naturnahe Flusslandschaft mitten in der sauerländischen Stadt. Mit einem naturnahen Hochwasserschutz vor Augen wollte man der Ruhr ihren ursprünglichen Charakter zurückgeben. Statt in einem engen Korsett sollte die Ruhr wieder in einem weiten, abwechslungsreichen Gewässerbett fließen und bei Hochwasser über die Ufer treten können. Neben den ökologischen Defiziten haben wir hier auch ein großes Hochwasserproblem, da die Ruhr bei Hochwasser hier weite Bereiche überschwemmt. Und in der Stadt Arnsberg haben wir uns zur Regel gemacht, dass wir versuchen, Hochwasserschutz zunächst durch Renaturierungsmaßnahmen zu betreiben. Und erst wenn das nicht mehr greift, versuchen wir die Probleme durch technischen Hochwasserschutz zu lösen. Im Stadtteil Öventrop bot sich die Möglichkeit, das Flussbett auf einer Länge von 1,3 Kilometern abzuflachen und aufzuweiten. Hier kann sich die Ruhr jetzt in unbebauten Bereichen ausbreiten und die Aue überfluten. Die angeschütteten Inseln aus Stein und Kies sowie das eingebrachte Totholz bieten vielfältige Lebensräume für Wasservögel, Fische und Insektenlarven. Auch für die Bevölkerung ergeben sich neue Möglichkeiten, das Gewässer zu erleben. Dieser Platz hinter uns ist eigentlich schon als neuer Dorfplatz im Bewusstsein der Bevölkerung fest verankert. Und auf dem Schützenfest vor 14 Tagen haben schon die Einwohner aus dem Stadtteil Dinsche die Inseln in Beschlag genommen und ihrem Stadtgebiet zugeschlagen. Ein Stück flussabwärts entstand im Zuge einer Renaturierung ein weiterer Naturerlebnisraum mitten im Stadtgebiet. Auch an dieser Stelle haben wir die Renaturierung mit anderen Maßnahmen kombinieren können. Zum einen konnten wir einen Schulplatz umgestalten und zum Wasser hin öffnen. Zum anderen aber, was an dieser Stelle von besonderer Bedeutung ist, ist der Naturerlebnisraum, den man unmittelbar hinter uns direkt an der Ruhr sieht. Eine besondere Herausforderung stellten die Renaturierungsmaßnahmen im Wohngebiet Binnerfeld dar. Auf der einen Seite, in Fließrichtung, auf der linken Seite verläuft unmittelbar oberhalb der Böschung eine Eisenbahnlinie. Und auf der rechten Seite befindet sich zum einen der Ruhrtalradweg. Dort liegen auch verschiedene Infrastruktureinrichtungen, Gasleitungen, Strom, Wasserleitungen und unmittelbar darauf folgt die Autobahn. Wir haben uns dennoch an dieses Projekt getaut, einfach weil wir dem Fluss hier mehr Platz geben wollten. An den neu entstandenen steilen Uferabbrüchen findet der Eisvogel sehr gute Möglichkeiten, seine bis zu 1 Meter tiefen Brutröhren zu graben. Auch Fische wie Eschen oder Bachforellen können wieder im Wasser beobachtet werden. Die Renaturierungsmaßnahmen der Ruhr in Arnsberg zeigen, wie ein städtisches Gewässer ökologisch aufgewertet, der Hochwasserschutz verbessert und gleichzeitig Naherholungsgebiete geschaffen werden können.